Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Minecraft Let's Play Video. Und ja, ich werde hier gerade überfallen. Und ja, woher kommt ihr denn eigentlich? Habt ihr nicht eigentlich irgendwie noch hier so ein. So unsichtbar? Ja, dieser Typ, der hier so handelt, der ist wohl irgendwie unsichtbar. Naja, sei es drum. Genau. Das ist das Ziel der heutigen Folge, nachdem ich hier so schön gestört wurde. Das Ziel natürlich hier ein bisschen weitermachen an unserer Muddled Farm mäßig, ne? Aber tatsächlich hier auch vielleicht schon anfangen, ja, die Scheune zu bauen, das Tierheim zu bauen, wie auch immer. Aber ich versuche jetzt auch gleich mal, mir die Tiere da zu snacken. Dafür brauche ich Zaun und Wasser. Wassereimer dürfte ich wahrscheinlich drüben in der Kiste haben. Aber ich brauche Zaun. So, wo habe ich denn hier noch Zäune rumliegen? Wenn überhaupt, bemerkt. Gut, Stöcke brauche ich auf jeden Fall für Zaun. Aber ansonsten habe ich wohl keinen Zaun. Na gut, hilft nicht. Dann müssen wir nochmal gucken, wie das mit dem Zaun war. So. Das ist jetzt ein bisschen raten. Richtig geraten. Ja, top. Gut, 21 ist jetzt nicht viel, aber dürfte, glaube ich, erstmal reichen. Und es wird auch schon gleich Abend. Ich muss mich beeilen, welche Tiere mir absnacken möchte. Das Ding ist halt, der Typ ist gerade unsichtbar. Ne? Ich kann nicht sagen, wo der jetzt ist. Und das ist ziemlich unpraktisch. Da ich ihn brauche. Und ich habe keine Wasserquelle. Typisch. So, die Tiere sind da praktisch, also schon sehr praktisch da, ich sag's mal, da drinne, ne? Also die gehören jetzt so gesehen fast mir schon. So, jetzt habe ich noch eine Wasserquelle, schon mal besser. So, damit die erstmal hier nicht fliehen, machen wir erstmal hier die hier. Jetzt, ich meine, ich höre dies, aha. Na, wo ist das, aha? Normalerweise kann man den ja eigentlich anklicken. Na, hier, ich kann ja auch irgendwo an... Ich kann ja auch... Klar, ich kann die Tiere an... Ich hör's doch, dass du da bist. Jetzt zeig dich. Naja, vielleicht müssen wir es am nächsten Tag machen. Es ist ja gerade Nacht. Tja. Irgendwas ist hier immer. Aber was ich hier bräuchte, wäre, bevor ich jetzt noch gehe, ein Tor. In der Hoffnung, dass das Tor nicht aufmachen kann. So, das Tor war genau andersrum und so ist es. Dann schnell hier ein Tor hin. Und dann würde ich sagen, capturen wir uns die Lamas. Und dazu auch noch die, was ich eigentlich viel cooler finde, viel geiler finde. Der hat ja immer, also er nimmt ja seine Lamas ja immer mit, aber die folgen nicht automatisch, sondern die sind an der Leine. Und diese Leine ist halt sehr cool. Aber diese Leine bekommst du nur, wenn du Slimebälle hast. Und Slimebälle habe ich halt eben nicht. Ne? Dementsprechend muss ich die mir halt auf diesen Weg beschaffen. Erstmal. Da kommt die Bäume befällen wir uns noch kurz. Wir brauchen das Material. Mehr denn je. Denn gleich kommt die Scheune. War ja klar. So. Der Baum mobbt mich gerade hier. Ein bisschen. Aber egal. So, genau, Setzlinge habe ich hier. Dann bist du jetzt dran. Und gleich überlegen, wie wir uns die Scheune. Oh mein Gott. Mein Herz! Ich hoffe aber nur dieses Zischen. Ich denke so. At this moment, he knows. He fucked up. Mein Herz! Ja, das nenne ich mal einen Krater. Den Krater kann ich jetzt gerade aber nicht komplett beheben. So.
mehr als das hier ist erstmal nicht drinne. Gut, mein Setzling habe ich praktischerweise wiederbekommen. Dementsprechend nur noch halb so schlimm. Aber trotzdem ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem ärgerlich. So, der Baum stand hier. Das bedeutet... Scheiß Creeper. Na, zum Glück habe ich meine Eisenrüstung an, ja? So, sonst wäre ich schon tot. Das kann man sagen. Hey, sogar ein bisschen von dem Baum da weggesprengt. Das sieht doch hässlich aus. Na, zum Glück habe ich ja die Blätter hier. Jetzt können wir den Baum sogar reparieren, ja? Damit er wieder hübsch aussieht. Hübsch. So. Genau. Gut, das war mal eine Erfahrung, die jetzt nicht notwendig war, ehrlich gesagt. Aber egal. So, jetzt gehen wir zu unseren Lamas. Jetzt müssen wir aber den Typen da irgendwie wegbekommen. Das ist das Schwierige. Das geht aber nicht, wenn er die ganze Zeit da steht. So. Ja. Okay, dann gucken wir mal. So. Der wird hier, genau, hier sieht man diese Leinen. Die Leinen gehen noch, ach, jetzt weiß ich, wo er ist. Der ist nicht hier. Der Monsieur ist hier. Gefunden. Oh Gott. Er hätte ja drauf kommen können. Gut, er verlangt natürlich Smaragd. Schade, Glühwein hätte ich echt gerne genommen. Ansonsten ist hier nichts Gutes. Aber ich würde sagen, ich spüle dich mal hier raus. So, und wie man sieht, die Leinen sind gerade abgegangen. So, du hast jetzt deine Leinen verloren. Das bedeutet, die Leinen sind jetzt oben. Das bedeutet, wir haben jetzt sogar Lamas auf unserer Farm. Wie cool ist das denn? Ja, da sind sie. Ach, meine Beute. Gut. Ne, damit der auf jeden Fall nicht wegläuft. Ne, werdet ihr erstmal auch da angekettet, um es mal so zu sagen. So. Aber schön, das hat auch funktioniert, auch wenn ich ehrlich sein muss, dass ich nicht dran gedacht habe, dass er da unten ist. Ja, habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Aber egal. Passiert. Aber schade, dass er nichts Besseres hatte eigentlich zum Traden, ne? Ich meine, ich glaube, einen Smaragd haben wir sowieso nicht. Also das ist schon mal ein Minuspunkt, den wir gerade haben. Oder das Defizit, kann man auch schon fast sagen. Aber egal. So. Jetzt hatten wir hier noch... Okay, wir brauchen bald wieder Kobbel. Denn uns geht das Cleanstone aus. Oder wie es auf Deutsch heißt, Stein. So. Und dann wollen wir doch mal schauen. Also, wir wollen hier eine Hütte bauen. Am besten über zwei Stockwerke. Natürlich soll die Hütte auch über... Ja, wie heißt es? Weizenvorrat, ne? Da sollen auch Kisten drin stehen und vielleicht ist, falls ich mal Hunde habe, werden hier die Hunde gehalten oder sowas. Mal schauen. Gut, also machen wir erstmal das Grundgerüst. Okay, also hier steht ein Eckstein. Warte mal. Genau, ich glaube, ich wollte die eigentliche Ecke hier haben. So, jetzt kommt es natürlich an Überlegen. So. Gut, oh, ist es ja sogar hier. Wie nett. Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 5 in der Mitte. 7, 8. Komm, wenn wir es so jetzt machen. Wer breites Haus? Wer sehr breites Haus? Schon fast zu breit, würde ich sagen. Wenn wir zwei weniger machen.
Ja, das ist jetzt halt gerade überlegen, ne? Wie breit wird das Haus? Wie breit wird das Haus? So, dann. Wird aber nicht das hinkommen, sondern hier. So. Und hier. Weil hier wird dann solche Stelzen kommen. Okay, bauen dich auch mal ab. Gut. Die Eisenspitzhacke brauchen wir hier erstmal nicht. Dann hätten wir hier das Häuslein. Das würde dann 1, 2, 3, 4, 5. Gut, würde hier ein bisschen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das hier wäre ein bisschen quadratisch. Dann wäre das hier ein bisschen zu wenig. Okay, nee, quadratisch wird's nicht. So, wäre hier, hier 3. Und machen wir ein bisschen fast quadratisch, aber nicht ganz. So, okay. Dann würde hier natürlich auch. So, hier hin. Genau, kommt auch das Grundgerüst. Genau, das Teil wird dann erstmal hier 3 hoch. Das Stockwerkmäßige. Ist jetzt die Sache. Ich glaube aber noch eins wäre, glaube ich, sogar noch besser. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Ja, jetzt können wir nämlich. So, jetzt hier drüben machen. Und deswegen habe ich auch immer diese Holzteile abgefarmt, also die schwarzen Holzteile. Weil wir das nämlich brauchen. So. Jetzt kurz hier die Erde ab. Genau. So. Dann kommt hier noch eins hin. Und. So, und dann bist du hier. Kommst du noch da drauf? Und du. Genau, 1, 2, 3. Gut, mir geht das Holz langsam aus. Ich brauch mehr Holz. Gleich mal in der Kiste gucken, ob ich noch welches übrig habe. Upsala. So, genau, hier. Kommt noch. Okay. Zwei Holzteile habe ich noch. Dann fehlt mir aber noch eine komplette Seite. Abgesehen davon, dass ich ja noch was oben drauf bauen möchte. Aber ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. Also wenn das. Klar, in dieser Folge wird das Haus, glaube ich, nicht fertig. Dafür ist die Folge schon ein bisschen weit fortgeschritten von der Zeit. Wie bist du jetzt da? Egal. Er ist ein Wandertyp. Muss ich akzeptieren. So. Ja, es wird jetzt auch schon Abend. Ja, ich muss snaggen. Dann gucken wir mal kurz in der Kiste. Ah, guck mal, hier haben wir viel. Ach, ist das nicht schön. Also das ist natürlich auch gute Laune hier. Aber gut, erstmal würde ich sagen, gehe ich trotzdem mal schlafen. Vielleicht ist da ein neuer Baum gewachsen und tatsächlich so ist es. Ein neuer Baum. Neue Chance für den Creeper, würde ich sagen. Scheiß Creeper. Scheiß Creeper. Mich einfach so von hinten angegriffen. Richtig feige. Gut, dann. Schlafen. Gut, dann würde ich sagen, mal bauen wir noch das Gerüst noch schön zu Ende. Einmal die Holztür zumachen, nicht dass ein Creeper einbricht. Haha.
Ja, langsam nimmt das da hinten schon mal Gestalt an. Ich meine, es ist ja nur der erste Eindruck hier, so ist nicht, ne? Aber sieht trotzdem nice aus. Gut. Jetzt brauchen wir natürlich hier wieder das hier. So, okay, dafür habe ich genug Erde. Genau. So, also das ist das Grundgerüst. So. Genau. So, dann können wir das hier schon mal auskleiden. So, jetzt mal überlegen. Also hier kommt auf jeden Fall eine Tür rein. Ich überlege gerade, ob es eine Doppeltür wird. Wahrscheinlich. Einfach stilvoll eine Doppeltür. Und hier, das ist das Lager, so gesehen. Ja, also es wird dann so sein. Machen wir hier noch das. Genau. Hier werden dann, glaube ich, Fenster reinkommen. Mal kurz überlegen, ob wir noch Fenster haben. Auf jeden Fall nicht hier. Ich glaube, Fenster war mangelbar, hatten wir auch drüben nicht. Aber trotzdem können wir kurz mal schauen. Kurz die Setzlinge hier mitnehmen. Glas, Glas. Wir haben neun Glas, okay. Hab nichts gesagt, wir haben Glas. Wir haben Glas. So. Ich hab's Tor offen stehen lassen. Nicht, dass meine. Die sind ja angezäunt. Die laufen nicht weg. So. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Gut, jetzt fehlt noch ein bisschen Glas, aber. Endeffekt wird es so sein. Genau, hier sind Stelzen, weil hier wird so eine Art Überdachung sein. Ich sage jetzt nicht Garage, aber sowas Ähnliches wird hier schon hinkommen. Wie genau das aussieht, muss ich aber auch noch schauen. Später hier drinnen wird natürlich irgendwie so eine Art Treppe sein nach oben. Na, ich weiß nicht, ob das von hier irgendwie so geht oder so. Muss ich tatsächlich später mal schauen. So. Aber provisorisch muss auch eine Erdtreppe erstmal reichen. So, jetzt begutachten wir jetzt das hier mal. Ja, ich schätze mal, das Dach wird aber dann auch aus Holz sein und die Außenränder werden dann so sein. Gut, ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist, aber ich will mal sagen, das Ganze fängt schon mal gut an hier. Wir können hier auf jeden Fall schon mal so ein kleines Bungalow bald eröffnen, ne, wo dann Truhen reinkommen zum Sortieren von Tier, Hab und Gut, ne? Wir suchen für dich auch irgendwann mal eine zweite Kuh, wenn die Farm eröffnet ist. Ne, da werden so Heuballen unterkommen, ne? Im Haus selber vielleicht werden auch da, wenn ich mal finde, Hunde, ne? Also Wölfe, die ich dann zu Hunde gemacht habe, gezähnt habe, werden vielleicht auch hier hausen, wer weiß das schon, ne? Ja. Aber es beginnt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Beleuchtung muss natürlich auch noch ran, ne? Ist ja alles hier nicht beleuchtet. Aber egal. Mit diesen erfrischenden Worten würde ich schon fast sagen, beende ich diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Also ich würde sagen, ich bin raus. Euer Wommert. Ciao.